Hallo liebe Menschen, dies ist wieder der Triaterra Videoblog, mein fünftes Video. Einmal die Woche, jeden Freitag Mittag stellen wir eins online. Mal gucken, ob ich diesmal unter 40 Minuten schaffe. Und heute soll es um Urin gehen, um die Verwendung von Urin, um die Möglichkeit mit Urin Therapeuta herzustellen, um was ist Urin überhaupt oder was ist eine ideale Möglichkeit mit Urin zu arbeiten. Ansonsten geht es bei uns im Triaterra-Blog um alle EM, effektive Mikroorganismenprodukte, um Therapeuta und um Möglichkeiten, die Erde zu begrünen. Das ist unser letztendliches Ziel. Genau. Urin. Urin ist eigentlich ein interessanter Stoff, der ja auch in der Geschichte und heute vielfältig verwendet wird. Jeder hat schon mal gehört, gegen Fußpilz in die Schuhe Urin pinkeln. Ob das hilft, keine Ahnung, aber vielleicht Urin auf Wunden, wenn man nichts anderes hat zur Desinfektion, aha, oder zumindest zum Auswaschen. Urin trinken, ja, gibt ganze Bücher drüber, was passiert oder was es bedeutet, wenn man Urin trinkt. Ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte, dass in Rom, im Römischen Reich, vor 2000 Jahren Urin offensichtlich auch ein wichtiger Werkstoff war. Sprich, also nicht Werkstoff, sondern eine wichtige Chemikalie war zum Verarbeiten. Da wurde Urin also gesammelt und verwendet, unter anderem dafür, die Kleidung zu bleichen. Und die weißen römischen Togen der römischen Senatoren, die wurden mit Urin gebleicht. Gibt den Spruch, Geld stinkt nicht, der überliefert wird, und da hätte angeblich ein Kaiser, war es Nero, Scheiße besteuert. Und das ist nicht ganz richtig, das hat er nämlich nicht gemacht. Er hat nämlich in den öffentlichen Toiletten Urin besteuert, was ja auch ein Grundstoff der Industrie da war. Entsprechend diese öffentlichen Toiletten, ne, wir haben alle noch die Bilder im Kopf, wo da irgendwie 10 Plätze nebeneinander sind, und in diesen öffentlichen Toiletten unten drin im Ablauf sozusagen findet man oft Urinflaschen, römische Urinflaschen, 1/2 Liter groß, aus Keramik, die offensichtlich öfter mal reingefallen sind und keiner wollte die da unten rausklauben. Und die wurden also verteilt, wenn jemand kam auf diese Toiletten, wurden offensichtlich diese Urinflaschen ausgegeben, und am Ausgang der Toiletten stand ein großes Fass, wo die Urinflaschen dann reingeleert wurden. Sprich, und dieses Fass, dieser Urin wurde dann von den Römern besteuert. Also nicht nur in heutiger Zeit hat Urin einiges an Verwendung, sondern auch schon früher sind die Leute darauf gekommen, Mensch, mit Urin kann man ja einiges machen. So, aber hier soll es eigentlich darum gehen, dass, was Sie mit Ihrem Urin tun können, um Ihren Nährstoffkreislauf zu schließen, um das zum Beispiel im Garten zum Düngen zu verwenden oder für Ihre Pflanzen oder um Therapeuta herzustellen. Und Urin, man sieht schon durch die vielfältige Verwendung, scheint ein sicherer Stoff zu sein. Da geht nicht viel schief. Es ist nicht irgendwie, dass da jetzt großartig Krankheitserreger drin sind. Man kann das sogar auf Wunden machen, man kann es trinken, ohne Schaden zu nehmen. Ob es hilft, eine andere Frage, aber auf jeden Fall hat es keine negativen Auswirkungen. Urin ist sicher, Urin ist sauber, hygienisch, und man kann mit Urin scheinbar erstmal nicht viel falsch machen. Anders als Fäzes, als feste Fäkalien, als Scheiße, wo in der Tat einiges an Krankheitskeimen drin sein kann, Parasiteneier und sonst was, also je nach Region, wo man lebt und belastender Person, können Fäzes durchaus heftig belastet sein mit allen möglichen an Keimen und Parasiteneiern und so weiter. Bei Urin ist das quasi ausgeschlossen. Das ist ein durch Ultrafiltration entstandener Stoff, der nahezu keimfrei ist und in der Lagerung sogar noch keimfreier wird. Also sprich, alter Urin, wenn der ein paar Tage steht, jeder weiß das, fängt der an zu stinken. Ammoniak wird frei, ne, ist viel Harnstoff im Urin, Harnstoff spaltet sich auf zu Ammoniak, der Ammoniak gast aus. Das ist es, was stinkt beim Urin, das ist eine enzymatische Reaktion, das hat mit Biologie noch nicht viel zu tun. Und diese, da ist also keine Fäulnisprozesse, die im Urin losgehen, weil Urin ist nichts drin, was faulen kann.
Es gibt gelösten Stickstoff in Form von Harnstoff oder Ammonium. Es gibt Phosphor, Calcium, Magnesium, Kali. Also alle möglichen gelösten Nährstoffe, die wir selber, die unserem Körper ausgemacht haben, die wir aufgebaut haben, die wir verdaut haben, was wir aus der Verdauung aufgenommen haben, das wird letztendlich irgendwann über den Urin wieder ausgeschieden. Das sind also quasi die hochwertigsten Mineralien, die hochwertigsten Stoffe, die unseren Körper aufgebaut haben, die wir aufgenommen haben, die werden über kurz oder lang über den Urin wieder ausgeschieden. Und dementsprechend hat Urin also genau die Nährstoffzusammensetzung, die wir eigentlich auch in unserer Nahrung brauchen. So, das ist also schon mal ein idealer Düngerstoff dann für Pflanzen, die wir brauchen, um die dann vielleicht selber zu essen. Und Urin, nicht nur, dass es theoretisch ein ganz guter Stoff wäre, es ist auch tatsächlich durch Nährstoffzusammensetzung, vor allen Dingen Stickstoff, ne, es hat zwischen, also um die 10 Gramm Stickstoff pro Liter, Urin, und es hat Phosphor, es hat Kalium, es hat Magnesium, es hat Calcium. Also es hat eine ganze Bandbreite an gelösten Mineralien, die wunderbar zur Pflanzenernährung beitragen und die man in dieser schönen Kombination, in dieser Vielfalt eigentlich in keinem Baumarkt kaufen kann. Also sprich, bevor Sie teuren Rasendünger kaufen, denken Sie doch vielleicht mal daran, Ihren eigenen Urin für die Rasendüngung zu verwenden. Wie viel Urin oder wie setzt man Urin jetzt in der Düngung ein? Jeder weiß oder hat schon mal gehört, Mensch, der pinkelt immer an die gleiche Stelle oder da pinkelt die Männer immer an den Busch und da geht alles ein. Stimmt auch, weil Urin, wie jeder Dünger, wenn er zu hoch konzentriert kommt, kann man damit Pflanzen verbrennen. Das schaffen sie mit Gülle, das schaffen sie mit Mineraldünger und das schaffen sie auch mit Urin. So, der Urin von Katzen und Hunden ist noch konzentrierter. Da sieht man dann oftmals verbrannte Stellen im Gras und rundherum aber schon einen Grünhof, der richtig vital wächst und besonders groß wird. Also da, wo die Konzentration stimmt, wächst es richtig schön. Da, wo es zu konzentriert ist, da verbrennt er die Pflanzen. Und dementsprechend, wenn Urin angewendet wird, ist es ideal, den zu verdünnen. Und zwar im Normalfall 1:5 bis 1:10 zu verdünnen und zu gießen. Das ist das Ideale. Und gleich einen Schluck EM mit rein. Dann hat man die Mikroorganismen, die guten Mikroorganismen auch gleich, wenn man sowieso schon mal mit der Gießkanne durch die Gegend läuft, auch gleich ausgebracht. Genau. Im Urin sind ein Großteil der Nährstoffe enthalten, die wir ausscheiden. Wir haben ja feste Fäkalien, Fäzes und Urin. Und ich habe schon gesagt, alles, was wir im Grunde aufnehmen über die Verdauung, was unseren eigenen Körper ausgemacht hat, beziehungsweise was dann auch zu viel war, das scheiden wir über den Urin wieder aus. Und das betrifft in Form von Stickstoff, Phosphor, Kali, die klassischen Nährstoffe, NPK, betrifft das 3/4 bis 4/5 der Nährstofffracht, die wir ausscheiden von Stickstoff, Phosphor, Kali, geht über den Urin raus. Also nicht nur ist Urin sicher und ist hygienisch und unbedenklich für alles Mögliche einsetzbar, es hat die Hauptfracht unserer Nährstoffe. Wir denken immer Wunder, was wir leisten, wenn wir groß auf Toilette gehen. Dabei ist alles, was wir dabei ausscheiden, ungefähr im Durchschnitt 130 Gramm. 130 Gramm Scheiße, Fäzes, scheiden wir am Tag aus. Im Vergleich zu im Durchschnitt 1,4 Liter Urin. Und also wir haben fast die zehnfache, wir scheiden mehr als die zehnfache Menge Urin aus als Fäzes. Und dementsprechend durch den hohen Nährstoffgehalt im Urin haben wir einen Großteil der gelösten mineralischen Nährstoffe und Stickstoff im Urin. Das heißt, wenn wir es schaffen, Urin zu verwenden, was relativ einfach ist, dann haben wir unseren Nährstoffkreislauf schon weitestgehend geschlossen. Und dazu haben wir hier schon mal ein paar Sachen, die zum Urinverwenden einladen. Das hier ist ein Urintopf, entwickelt von einer Schwedin, Ingmarie Rabe, Designerin, die sauer darüber war, dass die Männer auf den Geschäftsfahrten einfach sich am Wegesrand stellen können oder pinkeln können und sie als Frau muss sich immer irgendwo verstecken und
dann irgendwo hinhocken. Dann hat sie gesagt, hier, ich entwickle einen klassischen, im Grunde ist es der klassische Urintopf, der vor 100 Jahren auch unter jedem Bett in jedem Haushalt vorhanden war. Relativ schmal, sodass Frau gut anhalten kann. Natürlich können das Männer verwenden. Und Urintopf 990 Milliliter in ein paar lustigen Farben. Das ist die schwedische Variante, die wir auch im Shop haben. Und Männer können, wie gesagt, sowieso überall reinpinkeln. Die männliche Urinflasche, die klassischen Krankenhaus-Urinflaschen, Mann und Frau, gut ein Liter groß, die auch zum Beispiel in Krankenhäusern dazu verwendet werden, Urin aufzufangen. 4,50 bei uns im Shop. Genau, also das wären so einige Varianten bei uns, Urin aufzufangen. In unserer Komposttoilette, da werden wir oft gefragt, was ist denn, kann man da irgendwie eine Urintrenneinheit einbauen, dass der Urin automatisch abgetrennt wird. Das hier ist die Holzvariante unserer Komposttoilette. Sieht ihr jetzt nur bis hier. Diese Aussparung, die ihr hier seht, die ist genau dazu da, hier die Urinflasche anzuhalten bei der Holztoilette. Und wir haben uns bei unserem Toilettensystem dafür entschieden, dass der Urin überwiegend manuell, also mit Urinflasche oder Pipinette, abgetrennt wird. Und der Grund dafür ist, dass wir einen geschlossenen Eimer haben wollen. Wir wollen jedes Mal nach der Benutzung, dass der Eimer wieder einen Deckel drauf kriegt und zu ist und nicht austrocknet und nicht zu viel Luft rankommt. Und wenn man offene Systeme hat, wenn man diese klassischen Urin-Trenneinheiten, wo man nach vorne pinkelt und hinten scheißt, hinten ein Loch hat für den Eimer, vorne ein Ablauf mit Geruchsverschluss und Schlauch und Tank für den Urin. Diese Systeme sind immer offen. Die brauchen immer eine Entlüftung, weil wenn der Eimer offen steht, dann ist entsprechend nötig, dass man den Geruch über das Dach, über einen kleinen Schornstein abführt. Oft sogar noch ein Ventilator dabei, damit es auch tatsächlich funktioniert bei jeder Wetterlage. Und das ist also schon mal viel mehr Aufwand, viel mehr baulicher Aufwand, um den Urin da abzutrennen. Dann natürlich viel mehr Reinigungsaufwand, weil dieser Einsatz kann dreckig werden, da geht auch immer mal was daneben. Und dann hat man diesen Schlauch und diesen Geruchsverschluss und diesen Tank, den man dann auch regelmäßig rechtzeitig leeren muss. Also für Toiletten, die zum Beispiel wie in einem Theater oder in Baustellen oder sonst wo, die also stark frequentiert werden in Festivals, da lohnt sich das. Da ist das eine gute Idee, den Urin über so eine Trenneinheit abzutrennen. Aber für eine Familie ist das nicht unbedingt nötig oder sinnvoll. Ist zu teuer, ist es zu arbeitsaufwendig. Da ist die Variante, dass man einfach mal eine Urinflasche anhält, an die man sich schnell gewöhnt, ist da sehr viel einfacher am Schluss. Nun wird man Gäste und Kinder mitunter nicht davon überzeugen, dass sie die Urinflasche anhalten bei ihrem Geschäft. Das ist aber auch nicht problematisch, denn wenn Urin mit in den Toiletteneimer mit reinkommt, der Grund, warum wir diese ganze Abtrennung machen, ist ja, dass wenn Urin und Fäzes zusammenkommen, dann haben wir den klassischen Schweinegülleffekt. Bei Schweinegülle ist das auch so. Da haben wir den Urin und die Scheiße, die kommen zusammen über die Spalten. Und dann kommt ein Prozess in Gang, dass der Stickstoff aus dem Urin sich eben ausspaltet, Ammoniak. Und dann haben wir viel zu viel Stickstoff in der Mischung. Der klassische Stapelmist beim Bauern, wo noch ganz viel Stroh dabei war, der funktioniert ja. Da haben wir ein ausgeglichenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, viel Stroh, was den Urin aufnehmen kann und dann entsprechend eine Mischung, die kompostiert werden kann. Aber bei der Gülle fehlt dieses Stroh. Wir haben nur den Urin, nur die Scheiße. Und wenn das zusammenkommt, dann fangen die Probleme an, weil wir dann einen so hohen Stickstoffgehalt haben, dass die Mischung anfängt, stark zu faulen. Dann entwickeln sich Salmonellen, Clostridien und andere Keime. Wir haben einen starken Ammoniakgestank, Schwefelwasserstoff. Also deswegen stinken Schweineställe oftmals kilometerweit, weil extrem dominante Fäulnisprozesse in dieser Gülle zustande kommen. Der gleiche Prozess würde passieren, wenn wir ohne weitere Steuerung Urin und Scheiße in unserem Eimer zusammenbringen.
Und deswegen machen wir das prinzipiell erstmal nicht oder empfehlen das erstmal nicht. Wenn es aber passiert, wenn Urin und Scheiße hier zusammenkommen, dann gibt es immer die Möglichkeit, den Urin mit, so wie beim Stapelmist beim Bauern, mit Stroh, mit kohlenstoffreichem Material, sprich holzigem Material, strohigem Material, aufzusaugen. Also, dafür geht am besten natürlich Sägespäne, holziges Material, das ist schnell aufgesaugt, Hackspäne, Hackschnitzel, Rindenmulch, es geht Eichenlaub oder irgendein Laub, was trocken ist, es geht aber gerade Eichenlaub, Walnusslaub, selbst Nadelstreu ist wunderbar, der ist sehr kohlenstoffreich, kann gut die Flüssigkeit aufnehmen mit der Zeit und also alle holzigen, trockenen Materialien, und zwar kann man ungefähr rechnen, man braucht für 1 Liter Urin 3 bis 5 Liter holziges, trockenes Material, damit das komplett aufgesaugt wird. Wie ich am Schluss noch erzählen werde, mit Urin und Holzkohle, wenn man das komplett aufsaugt, kann man auch so eine sofortige Therapreta machen. Das Rezept verraten wir am Schluss, wie man Therapreta, also eine sofortige Therapreta, eine sofortige aktivierte Holzkohle hat für mit Urin und Holzkohle, wie man das herstellen kann. Genau. So, sprich, wenn hier Urin durch Unachtsamkeit oder weil man nicht selber darauf achten möchte oder weil man Kinder oder Gäste hatte, die auf die Komposttoilette gegangen sind, wenn da Urin reinkommen sollte, dann sollte man das mit trockenem holzigen Material oder auch einfach Holzkohle aufsaugen. Und das ist ein wunderbarer Weg, mit Urin umzugehen. Dazu komme ich aber später nochmal. So, wie ist jetzt Urin in der Düngung einsetzbar? Ich habe schon gesagt, das sind ungefähr 10 Gramm Stickstoff pro Liter Urin enthalten. Und ausgehend von dieser ungefähren Wert, der Wert ist natürlich ungefähr, Stickstoff ist das, was beim Abbau von Eiweißen anfällt, Ammonium beziehungsweise Ammoniak, und das wird im Urin in Form von Harnstoff gebunden und ausgeschieden. Das hängt natürlich stark davon ab, wie viel Eiweiß wir essen. Wenn wir nur Stampfkartoffeln und Pommes essen, dann oder sagen wir mal Kartoffeln, Pellkartoffeln und Butter, dann haben wir sehr wenig Eiweiß gegessen und vor allem kohlenhydratreich bzw. fettreich. Und dann haben wir entsprechend auch kaum oder wenig Stickstoff im Urin die nächsten Tage. Und wenn wir aber, keine Ahnung, beim Grillen waren und bei Steaks und Würsten oder meinetwegen auch bei Sojaprodukten stark zugegriffen haben, also eiweißreiche Nahrung zu uns genommen haben, die dann im Körper entsprechend abgebaut wird, umgebaut wird, wo dann die Aminosäuren dann abgebaut werden zu Ammoniak und dann entsprechend Harnstoff, dann haben wir viel Stickstoff im Urin. Also es schwankt mit Sicherheit, also der Standardwert, ja, deswegen ist es schwierig, einen Standardwert bei Urin anzugeben. Im Mittel 8 bis 10 Gramm pro Liter Urin haben wir Stickstoff drin, aber das kann natürlich schwanken, definitiv von 5 Gramm und weniger bis 15 Gramm und mehr Stickstoff pro Liter Urin. Ja, ist aber auch nicht so wahnsinnig wichtig. Im Schnitt kann man sagen, desto dunkler gelber der Urin ist, desto stickstoffreicher ist er. Und ein Buch, was über die Zusammensetzung von Urin und Fäzes und die ganzen technischen Sachen damit ganz gut informiert, ist das Buch Komposttoiletten von Wolfgang Berger, der Komposttoilettenpapst in Deutschland. Der hat viele Projekte gemacht in Hamburg und Umgebung, Norddeutschland, informiert auch über die rechtlichen Fragen und die ganzen technischen Hintergründe, Zusammensetzung. Wir haben das Buch nicht im Shop, weil er leider noch nicht auf die Möglichkeiten von effektiven Mikroorganismen, EM und Therapreta eingeht, beziehungsweise demnächst auch Fermentation. Findet in diesem Buch nicht statt. Da gibt es nur die klassische Heißkompostierung oder Kompostierung für mehrere Jahre, die dann hier empfohlen wird. Und ansonsten beschäftigt ihr sich mit der biologischen Seite kaum. Aber das ist natürlich unser Thema, die Behandlung der Fäkalien mit
den richtigen Mikroorganismen mit mäßiger Fermentation und anschließender Kompostierung für ein sicheres Substrat. Das kommt hier so gut wie nicht vor, deswegen ist dieses Buch für uns jetzt nicht so interessant im Shop. Aber wer sich damit intensiv auseinandersetzen will, die chemische Zusammensetzung von Urin zum Beispiel, die ist hier drin. Auf Seite 56 ist eine ungefähre Anleitung dafür, wie man mit Urin düngen kann. Und da geht es im Grunde von Schwachzehrer bis Starkzehrer. Und wenn man eben von ungefähr von diesen 10 Gramm Stickstoff pro Liter Urin ausgeht, dann braucht man dann entsprechend von er rechnet es hier auf Stickstoffbedarf pro Hektar, 30 bis 180 Kilogramm N-Bedarf pro Hektar, das ist das klassische landwirtschaftliche Rechenweise, das heißt Mais, Sonderkulturen, Kohl, Tomate, Rhabarber, Gurken, die brauchen viel Nährstoffe, die werden mit mindestens 180 Kilogramm Stickstoff pro Jahr gedüngt, pro Hektar, und Obst, Kräuter, Bohnen, Erbsen, die brauchen sehr wenig Stickstoff, binden ihn zum Teil selber, dementsprechend werden die mit 30 bis 60 Kilogramm Stickstoff pro Jahr gedüngt. Also, und das übersetzt sich eigentlich direkt in den Urin, sprich 300 Milliliter für Schwachzehrer pro Quadratmeter und Jahr und bis zu 2 Liter Urin für Starkzehrer pro Quadratmeter und Jahr. Also 300 Milliliter bis 2 Liter Urin pro Quadratmeter und Jahr. Das sind gute Düngungswerte. So, ich gehe die Tabelle mal ganz kurz durch. Also entsprechend Schwachzehrer wären Nadelgehölze, Feldsalat, Erbsen, Bohnen, Kräuter und Obstanbau. Die brauchen dann entsprechend 300 bis 600 Milliliter Urin pro Jahr und Quadratmeter. Und dann die mittleren Zehrer mit Pflanzenalbe mit mittlerem Nährstoffbedarf, das sind zum Beispiel Zwiebeln, Radieschen, rote Beete, Kartoffeln, Sellerie, die werden hier angegeben mit 900 bis 1200 Milliliter, also 0,9 bis 1,2 Liter Urin pro Quadratmeter und Jahr. Und die mit hohem Nährstoffbedarf, Tomaten, Mais, Rhabarber, Kohl, Kürbis, Gurken, die soll man dann mit 150 bis 180 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, sprich 1,5 bis 1,8 Liter, runden wir auf 2 Liter. Bis zu 2 Liter Urin pro Quadratmeter und Jahr ist eine gute Dosis. Ich habe gesagt, wir produzieren ungefähr 1,4 Liter Urin pro Tag, je nachdem, wie viel man isst, trinkt und ob man Kind ist oder Erwachsener. Und das ist also ein Durchschnittswert über alle, über die ganze Bevölkerung so ungefähr. Und das heißt, jede Person produziert in Deutschland ungefähr ziemlich exakt 500 Liter Urin pro Jahr. 500 Liter Urin, das ist unser Wert. Jetzt kann man das mal umrechnen. Das heißt, wir können so bis zu 1000 Quadratmeter Schwachzehrer im Jahr düngen, beziehungsweise um die 250 bis 300 Quadratmeter Starkzehrer. Also alles zwischen 250 Quadratmeter und 1000 Quadratmeter. Wenn man jeden Tropfen Urin in den Garten trägt, beziehungsweise auf die Fläche, kann man davon 250 Quadratmeter bis 1000 Quadratmeter nur mit seinem Urin düngen. Aber der Urin ist die Hauptnährstofffracht, die wir ausscheiden. Genau, 0,5 Liter bis 2 Liter und das reicht für 250 Quadratmeter bis 1000 Quadratmeter. Im Allgemeinen werden aber das interessant sein für Starkzehrer, die viel Nährstoffe brauchen. Und da würde auch Rasen drunter fallen. Auch Rasen, wo wir ja viel Rasendünger für kaufen, auch der würde unter die Starkzehrer fallen. Wir mähen ja mindestens 5-mal im Jahr ab, bringen, nehmen große Mengen organische Substanz weg. Und da, ich habe es letztens in meinem Rasenvideo erwähnt, dass eine Möglichkeit ist, Nährstoffhumus aufzubauen im Rasen und den zum vitalen Wachstum anzuregen, ist Rasenschnitt liegen lassen, wenn immer möglich, Punkt 1. Punkt 2, damit der Boden dann auch Nährstoffe akkumulieren kann und der Rasen sozusagen in Gang kommt und dann auch anfängt zu wachsen, wenn man eben
liegen lässt, aber es wächst so gut wie nichts, dann hat es natürlich auch wenig weg. Aber wenn man dann eben am Anfang erstmal 1, 2, 3 Jahre mit Urin gut düngt, sprich 2 Liter Urin pro Quadratmeter und Jahr im Rasen ausbringt, speziell im Frühjahr und Sommer, das ist diese Zeit, wo die Pflanzen im grünen Wachstum sind, große Blätter, große Grünmasse aufbauen, Blattmasse bilden, dann brauchen die Stickstoff, dann brauchen die den Urin. Genau. So, das heißt, Sie können rechnen, Sie können 250 bis 300 Quadratmeter Rasen mit Ihrem eigenen Urin gut düngen. So, das zu dem Buch von Wolfgang Berger. Zu der Frage Lagerung von Urin. Ich hatte schon angedeutet, dass Urin, wenn er einen Tag, zwei Tage, drei Tage steht, dann fängt an, dieser Harnstoff im Urin zu zerfallen zu Ammoniak und also Ammonium, was entsprechend als Ammoniak ausgasen kann. Das ist ein enzymatischer Zerfall, der mit Mikroorganismen so gut wie nichts zu tun hat. Das heißt aber, nach wenigen Tagen fängt so ein Urin richtig an zu stinken. Wenn er 2, 3 Wochen steht, dann muss man sich duschen, nachdem man den Urin ausgebracht hat. Also wann immer möglich, würde ich dringend empfehlen, Urin nicht großartig zu lagern, sondern praktisch täglich auf die Fläche auszubringen. Das ist natürlich vor allen Dingen im Frühjahr gut und Sommer, wenn dann eben tatsächlich grünes Wachstum stark da ist. Wenn man da aber auch auf eine Wiese, Büsche, Bäume, die entsprechend Wurzeln haben und das ganze Jahr über im Grunde bereitstehen, um Nährstoffe mindestens zu speichern, anzulagern. Auch da kann man es selbst im Winter tun. Also ich bringe auch im Winter jeden Tag meinen Urin auf die entsprechenden Flächen, da wo noch Wurzelfilz, Boden, Humus da ist, die entsprechend auch im Winter dann in der Lage sind, die Nährstoffe anzulagern und zu speichern. Wenn man Urin lagern will, ja, wie gesagt, es ist schwierig, Urin geruchsfrei zu lagern oder geruchsarm zu lagern. Klar, kann man einfach Deckel drauf machen, Kanister zu, okay, dann riecht es erstmal nicht, aber dann eben bei der Ausbringung wird einem der Ammoniak um die Ohren fliegen. Also eine Variante, um das etwas zu reduzieren, ist, wenn man da regelmäßig EM reinmacht. Und es reicht wirklich nicht, da nur einmal EM reinzumachen. Keine Ahnung, man hat vielleicht einen 5 oder 10 Liter Kanister mit Urin. Da müssen dann quasi alle 2, 3 Tage 100 Milliliter EMA, triateraktiv, das unser Art Sauerkraut sagt, EM. Das müsste da alle 2, 3 Tage reingemacht werden, damit Urin stabil bleibt, damit der Harnstoff nicht aufgespalten wird, damit der pH-Wert niedrig bleibt im Urin. Dann ist das relativ, kann man das relativ geruchsarm lagern. Aber man merkt schon alle 2, 3 Tage, also man kann auch nicht irgendwie jetzt mal 2 Wochen einfach einmal EM reinmachen und 2 Wochen warten. Das wird nicht funktionieren, weil Urin nicht wirklich stabil wird. Dadurch, dass da kaum Lebendigkeit ist, kaum irgendwas zu fressen für die Mikroorganismen, muss man das immer wieder nachladen, dass man die Aufspaltung von Harnstoff, dass man den Ammoniak ausgas und da verhindert. Also alles in allem unpraktisch. Aber es gibt eine Sache, die man sehr gut mit Urin machen kann. Und das ist es, mit holzigem Material vermischt zu kompostieren. Und wenn man da ein bisschen EM dabei macht und sogar noch Holzkohle, 5 bis 10% vom Volumen Holzkohle mit dabei hat in so einem Kompost, dann wird es interessant, weil dann machen wir sogar Therapreta aus Urin. Und das sind ganz schöne Mengen, 500 Liter Urin im Jahr, je 3 bis 5 Liter holziges Material für 1 Liter Urin zum Aufsaugen. Also die perfekte Mischung ist holziges, trockenes Material, Stroh, Laub, Nadelstreu, Sägespäne sind natürlich ideal, Hackschnitzel, Rindenmulch. Und auf der anderen Seite 3 bis 5 Liter davon, 1 Liter Urin gemischt, am besten gleich noch ein bisschen EM in das Urin, damit wir dann auch gleich die richtige Mikrobiologie haben. Und diese Mischung ist ziemlich perfekt für ein ausgeglichenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Da haben wir ungefähr 1 zu 25, 1 zu 30 ein CN-Verhältnis in dieser Mischung. Und das ist ideal zum Kompost. Riecht nicht sofort der Stickstoff, der überflüssig frei wird im Urin, wird sofort gebunden von den holzigen Materialien, geht also nicht mehr verloren, wird dort in dieser Mischung wunderbar von Mikroorganismen umgesetzt. Mikroorganismen brauchen immer ein ausgeglichenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, damit sie arbeiten können. Das ist der Grund, warum Holz so lange braucht, um zu verrotten, weil es eben
aus schwerverdaulichen Zellulose und Lignin besteht, aber vor allen Dingen, weil es den Stickstoff nicht hat, um sich abzubauen. Holz mit Stickstoff baut sich innerhalb von einem Jahr ab, Holz ohne Stickstoff baut sich über ja, mehrere Jahre, 2, 3, 4, 5 Jahre ab. Sprich, sobald wir Stickstoff zu holzigem Material, Hackschnitzel, Laub, Nadelstreu dazubringen, haben wir einen deutlich beschleunigten Abbau. Das dann noch mit den Mikroorganismen nochmal beschleunigt. Umbau zu Kompost, zu Humus. Das wäre also meine Empfehlung. Überflüssiger Urin, den man jetzt nicht auf Rasen, Wiese, Erdbeeren, Kohl, Mais oder dergleichen ausbringen kann, weil jetzt nicht Wachstumssaison ist im Winter zum Beispiel, den kann man mit holzigem Material mischen, Strohballen, Sägespäne und so weiter und das kompostieren. Und eine einfache Variante ist, wenn man das hat man ja oft, einen relativ holzigen Gartenkompost im Herbst, dass man Heckenschnitt hat, dass man trockenes Laub hat, dass man Holzhäcksel hat von Baumschnitt oder so. Das hat man also ganz typisch, wenn man quasi im Herbst aufgeräumt hat, hat man einen sehr stickstoffarmen Kompost, der sehr holzreich ist, sehr kohlenstoffreich ist. Und diesen Kompost, haben Sie da 300 Liter von so einem Kompost, von so einem Laubhaufen, was auch immer, da können Sie fast den ganzen Winter über Ihren Urin raufkippen. Der verträgt 50 bis 100 Liter Urin, um für ein ausgeglichenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Also sprich, ganz viele Anwender düngen ihren holzigen Kompost mit Urin. Wenn Sie Grasschnitt haben, gilt das nicht. Grasschnitt ist schon stickstoffreich, der braucht keinen zusätzlichen Stickstoff. Das würde zu Fäulnis führen und auch bei normalen Küchenabfällen gilt das nicht. Also alles, was grün und saftig ist, sag ich mal, hat genug Stickstoff, aber das holzige Material profitiert davon, wenn Sie da noch Urin dazugeben. Also das wäre eine Variante, Urin zu kompostieren. Und diese Mischung lässt sich wunderbar kompostieren und wird dann auch relativ schnell umgesetzt. Geruchsfrei und wertvoll und mit Holzkohle dann entsprechend auch zu Therapeuta. Genau. Eine Frage, die mitunter noch kommt, ist die Belastung mit Medikamenten, Hormonen oder anderen Sachen. Was ist, wenn ich, keine Ahnung, Blutdrucksenker, Ibuprofen, Antibiotika oder die Pille einnehme? Was passiert dann mit dem Urin? Kann ich den dann noch verwenden? Dazu kann man zunächst mal sagen, diese diese Medikamente, wenn sie als Mensch nicht umbringen, dann lachen die Mikroorganismen darüber und können die problemlos abbauen. Alle diese Medikamente sind organische Substanzen. Alle diese Substanzen sind oftmals ja sogar aus der Natur. Aus der Natur, wie bei Antibiotika. Alle diese Substanzen lassen sich biologisch abbauen von Mikroorganismen und dementsprechend muss man da jetzt nicht zu viel Angst vor haben, sondern wenn man da das in einen lebendigen Boden bringt, auf den Rasen zum Beispiel, wo das entsprechend sofort gebunden wird von den Wurzeln und von den Humusbestandteilen, dann hat die Biologie da Zeit, das in Ruhe abzubauen. 2, 3 Monate ist das weg. Antibiotika gab es, also gibt es immer mal wieder Versuche. Ich kann mich an einen Versuch in Potsdam erinnern, an der Uni, dass sie dort nach Bakterien geguckt haben, die speziell Antibiotika abbauen und die haben da welche gefunden, die das innerhalb von einer Woche komplett abbauen. Antibiotikabelastung in Abwasser zum Beispiel. Das heißt, eigentlich in wenigen Tagen kann dieser Abbau erfolgen. Gehen wir noch ein bisschen drauf, 2, 3 Monate hat man ja immer in der Kompostierung, beziehungsweise wenn wir das zum Beispiel auf Rasen machen und dann ist ja kein Problem. Ich würde nicht mit belastetem Urin, wo Medikamente drin ausgeschieden werden, würde ich nicht auf Nahrungspflanzen gehen, also nicht direkt auf Salat oder Bohnen oder Kohl oder dergleichen gehen, weil die Pflanzen natürlich relativ schnell die Nährstoffe aufnehmen, dann eventuell auch die Medikamente aufnehmen und wir wollen ja die Medikamente nicht in unseren Nahrungspflanzen haben. Also da vielleicht nicht direkt belasteten Urin verwenden, aber
für Rasen, wo das Material nicht gegessen wird, sondern vom Bodenleben ja nochmal umgewandelt wird, und zu Humus, wo der Humus das festhält und abbauen kann. Und auf diesem Kompost, diese Mischung holziges Material und Urin, das kompostiert, da ist genug Zeit, da wird alles, was Sie sich an Giften vorstellen können, beziehungsweise Medikamenten oder Hormonen, gebunden, sicher und abgebaut. Völlig unproblematisch. Problematisch sind Medikamente, Hormone und dergleichen im Abwasser, sind bei der normalen Toilette, bei der normalen Kläranlage, weil dort kommt das flüssig an, schön gelöst in der ganzen Wasserfarbe, wunderbar verteilt, überall, kommt in die Kläranlage und raten Sie mal, wie viel Zeit die Kläranlage hat, mikrobiologisch Ihre Medikamente abzubauen. 4 bis 10 Stunden. 4 bis 10 Stunden hat eine Kläranlage Zeit, Ihr Wasser zu behandeln, dann geht es in den Fluss, in den nächsten See. Und 4 bis 10 Stunden sind oftmals schlicht zu wenig Zeit, um dann effektiven Abbau, speziell von schwierigen Substanzen, die gut im Wasser gelöst sind, Hormonen und Medikamenten, zu erreichen. Sprich, ein Großteil davon geht dann also quasi unbehandelt in das Gewässer und dort eben nicht, dass es 2, 3 Pflanzen aufnehmen. Nein, es ist sofort im gesamten Wasserkörper verteilt, weil es sich eben wunderschön gelöst überall verteilt. Und dann ist jede Schnecke, jeder Fisch, jeder Muschel davon betroffen, dass er mit diesen Substanzen in Kontakt kommt, was ja dann zu allen möglichen Prozessen führt. Verweiblichung der Fische, der Schnecken und so weiter. Aber im nächsten Schritt auch natürlich mit Uferfiltrat zum Beispiel, mit Grundwasser. Also sofort geht das auch über die Auffüllung der Grundwasser- und der Trinkwasserspeicher letztendlich in unser Trinkwassersystem. Da es typischerweise dort nicht rausgefiltert wird, was zum Beispiel Holzkohlefilter könnten, die könnten das rausfiltern, was typischerweise nicht rausgefiltert wird, landet durchaus eine gewisse Belastung an Medikamenten in unserem Trinkwasser. Aber das ist ein Abwasserproblem. Sobald wir in die Kompostierung gehen, bringen wir mehr Zeit mit und wird es eben nicht frei und ins Grundwasser und sonst, sondern es wird gebunden an den Humus, an die holzigen Bestandteile, an die Holzkohle. Dann kommt die Biologie, kann das Ganze entspannt abbauen. Da haben wir also eine Belastung nur auf wenigen Kubikzentimetern, die sich dann in den Wochen der Kompostierung sicher abbaut. Also Medikamente in einem Komposttoilettensystem, in einem auch bei der Verwendung von Urin, wenn man es kompostiert, völlig unproblematisch. Problematisch sind Medikamente im Abwassersystem, unser vorherrschendes System. Da machen sie Probleme und da sind die zu Recht gefürchtet. So, und jetzt noch der Tipp, was kann man denn mit Urin, wie kann man denn mit Urin ganz schnell eine Therapeuta machen? Das ist ja auch eine beliebte Frage von unseren Anwendern. Ich will jetzt aber nicht ein halbes Jahr, ein Jahr warten, bis ich meine Therapeuta verwenden kann. Ich will jetzt heute, in einer Woche müssen die Tomaten rein, ich will jetzt in das Gewächshaus Therapeuta bringen oder auf jeden Fall, es muss jetzt im Frühjahr passieren, ich will jetzt was sehen. Wir haben jetzt das Buch gelesen oder jetzt unsere Internetseite und ich will jetzt was machen, jetzt muss die Therapeuta in den Boden. Okay, geht auch. Folgende Methode. Der entscheidende Punkt ist immer die Holzkohle. Ne? Wir brauchen eine lebendige, eine mit Nährstoffen aufgeladene Holzkohle. Mikroorganismen und mit Nährstoffen aufgeladen. Und das ist vor allen Dingen Stickstoff. Ideal Urin, weil Stickstoff ist im Urin in großen Mengen vorhanden. Und eine Mischung, um Holzkohle ideal mit Nährstoffen und Urin aufzuladen in wenigen Stunden, ist, dass man sich einen großen Eimer nimmt oder einen Bottich, auf 10 Liter Holzkohle. 10 Liter Holzkohle würde ich 3 Liter Urin mischen und einen halben Liter Triateraktiv bzw. EM, also Mikroorganismenlösung. 10 Liter Holzkohle, 3 Liter Urin, 0,5 Liter Triateraktiv, EMA und idealerweise natürlich noch ein bisschen Gesteinsmehl oder so. Das vielleicht dann noch so ein Kilo Gesteinsmehl mit untermischen oder so. Das wird ein richtig schöner Schlamm, je nachdem wie trocken die Holzkohle ist. Wird das saugt das die Flüssigkeit auf und ist meistens zu viel, kann ruhig ein bisschen zu viel sein. So, richtiger Schlamm wird das, also ein Modder. Und diesen
Holzkohle, Urin, Schlamm kann man erstmal ein paar Stunden stehen lassen, dass die Holzkohle die Chance hat, den Stickstoff aus dem Urin aufzunehmen, anzulagern, dass die Mikroorganismen schön einziehen können in die Poren. Wunderbar, die ziehen ja sich mit der Flüssigkeit da rein. Das heißt, wir haben innerhalb weniger Stunden die Holzkohle besiedelt, die Holzkohle mit Stickstoff aufgeladen und diese Holzkohle kann man direkt verwenden. Und wie Hans-Peter Schmidt vom Ithaka-Institut uns beigebracht hat, desto präziser an die Wurzel man die Holzkohle, die Therapreta bringt, desto besser ist der Effekt. Also wenn man das oberflächlich ausstreut, wird die Wirkung trotz allem relativ gering sein. Speziell wenn man das in größeren Flächen macht, hat man einfach nicht die Möglichkeit, also die ersten 30 cm komplett mit Therapreta auszutauschen, wie man es vielleicht mal im Gewächshaus oder im Hochbeet kann, sondern man muss mit kleineren Mengen arbeiten. Und diese kleineren Mengen, da ist der Schlüssel, das nah an die Wurzel zu bringen, direkt in den Wurzelbereich. Sprich, wenn Sie Ihre Tomate pflanzen, machen Sie das Pflanzloch ein bisschen tiefer, machen 1, 2, 3 Handvoll von dieser mit Urin und EM aufgeladenen Holzkohle mit rein, dieser schnell aktivierten Holzkohle, ein bisschen Erde drauf, sodass nicht direkt die Wurzel Kontakt hat damit, dass sie reinwachsen kann, wenn sie will, aber nicht sofort muss, nicht sofort den Kontakt hat. Die Tomate drauf pflanzen, das wird den maximalen Effekt haben. Sei es, ob Sie das mit Kohlpflanzen machen, mit Salatpflanzen, mit selbst beim Kartoffellegen kann man das so machen, dass man die Reihe Kartoffeln zum Beispiel unter erstmal mit ein bisschen Therapreta auflegt, beziehungsweise unter jeder gelegten Kartoffel ein kleines Loch macht und da Therapreta raus, diese aktivierte, mit Urin aktivierte Holzkohle. Also das ist der Schlüssel, sowohl für Therapreta Kompost wie auch für speziell diese aktivierte Holzkohle mit Urin und EM gemischte Holzkohle, direkt in das Pflanzloch unter die Pflanzung, ein paar Zentimeter drunter, da ein Depot von dieser Therapreta Holzkohle. Und das wird den entsprechenden Effekt haben. Da haben Sie einfach durch die bessere Jugendentwicklung der Pflanzen, durch die Bereitstellung der Nährstoffe, durch die bessere Wasserhaltefähigkeit, können Sie damit 30-50% höheren Erträgen rechnen, selbst wenn Sie sonst alles perfekt gleich machen. Genau, also Urin, ein Wunderstoff der Natur, der uns ermöglicht, ohne große Anstrengung, ohne große Investitionen, ihn abzutrennen, ihn direkt als Dünger zu verwenden, ihn zu Therapreta zu kompostieren oder sogar eine sofortige aktivierte Holzkohle damit herzustellen. Urin ist sicher, Urin ist hygienisch, also ein idealer Stoff, um damit anzufangen, den Kreislauf, den Nährstoffkreislauf für sich selber zu schließen. Sie brauchen nicht den biologischen Rasendünger aus dem Baumarkt kaufen, den teuren. Sie brauchen nicht den Mist vom Bauern holen. Sie sind ihr eigenes Schwein im Garten und können ihre eigenen Nährstoffe verwenden. Und der Königsweg dazu ist erstmal mit Urin anzufangen. Und wenn man sich damit auskennt und das verstanden hat und angewendet hat, dann kann man auch weitergehen und vielleicht die Toilette verwenden. Nicht zuletzt auch Zimmerpflanzen profitieren stark davon, wenn sie mit Urin gegossen werden, 1:10 verdünnt. Und man weiß übrigens immer, ob man Urin gießen muss oder nicht, wenn man die Blätter anguckt. Die jungen Blätter, die sich entwickeln, wenn die ein bisschen blass und klein aussehen, ein bisschen gelblich, dann weiß man, ah, da fehlt irgendein Nährstoff, die brauchen Stickstoff oder Kali. Und wenn man dann Urin gießt, dann wird normalerweise die Pflanze abgehen, wird große grüne Blätter bilden, da weiß man, okay, die hat genug, da muss ich jetzt nicht mehr düngen, nicht mehr gießen. Also das ist immer ein Hinweis darauf, die jungen Blätter, wenn die gelblich sind bzw. klein bleiben, dann kann man es mal mit einer Urindüngung versuchen und dann wird man normalerweise ein vitales grünes Wachstum erleben. Verschwenden Sie keinen Tropfen davon. Urin, das Goldwasser, das Gold für die Therapreta, kein Tropfen darf verloren gehen. Bis nächste Woche.